Die Altstadt von Lauenburg wirkt wie ausgestorben. Schon seit den frühen Morgenstunden am Montag ist die komplette Altstadt evakuiert. Rund 400 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Der Bereich um Elb- und Hafenstraße gehört seitdem den Einsatzkräften von Feuerwehr und technischem Hilfswerk. Mit Sandsäcken versuchen sie, die Wassermassen zurückzuhalten. In der Elbstraße wurden mittlerweile die Pumpen abgestellt. Sie waren den Fluten, die die Marke des Jahrhunderthochwassers von 2011 übertreffen, nicht gewachsen. Für Donnerstag rechnet der Krisenstab mit dem Rekordpegel von 10,15 Meter. Auch in Krümmel rüstet man sich für diesen Fall. Im Atomkraftwerk westlich von Lauenburg wurden mittlerweile die Fluttore geschlossen. Eine Gefahr besteht laut Betreiber nicht.